In deutschen Supermärkten und Kaufhäusern fallen immer häufiger problematische Kunden auf. Rentner, die klauen. Man beobachtet das wirklich in letzter Zeit verstärkt, dass eben Rentner auch eben durch Armut dahin gezwungen werden, ihre Waren des täglichen Bedarfs zu stehlen, statt zu bezahlen. Forscher rechnen mit einer deutlichen Zunahme von Straftaten bei alten Leuten. Doch in den Gefängnissen leben schon jetzt greise und gebrechliche Gefangene, die Altenpfleger brauchen, keine Vollzugsbeamten. Wir haben weniger Gefangene an sich, aber wir kriegen immer mehr ältere Leute. Da gibt es Herz-Kreislauf-Beschwerden, es gibt Gelenkbeschwerden, alles, was es draußen auch gibt. Doch wer alt im Knast landet, kommt vielleicht lebend nicht mehr raus. Wenn so eine Sprüche hören, ne? Wieder einen geschafft, ne? Die Resozialisierung haben wir uns gespart und so weiter. Das ist nicht immer angenehm. Immer mehr kriminelle Alte. Ist der deutsche Strafvollzug darauf überhaupt eingestellt? Hans Klüver, Häftling in der Justizvollzugsanstalt Lingen. 2,5 Jahre Freiheitsstrafe für Steuerhinterziehung und Betrug. Schwere Diabetes und 2 Herzinfarkte. Während der Haft amputierte man Hans Klüver außerdem ein Bein. Ich werde 70 jetzt. Ich meine, vom Kopf her funktioniert bei mir noch alles. Ich habe schon einen Behindertenausweis, 80%. Das Laufen selber ist ja gar nicht mal so schlimm. Bloß die Luft. Wenn ich von hier zur Kammer gehe, so mache ich mir unter 2-3 Mal Pause. Der schwerbehinderte Rentner gilt hier im offenen Vollzug als vorbildlicher Gefangener. Vieh- und Pferdehandel war sein Geschäft. Und durch den Pferdehandel und so sind wir dann auch an die Steuernotierung gekommen. Weil wir haben viele Pferde nach Frankreich exportiert zum Schlachten da. Die essen ja viel Pferdefleisch da. Und dann, wie das so ist mit dem Mehrwertsteuer, ja, dann haben wir die nie abgeführt. Und so eine Scheiße, ja, dann kam das. Nicht, das gibt's ja mal. Ohne Hilfen kriegt der Viehhändler keinen Fuß vor den anderen. Doch Hans Klüver kann auch anders. Der Gefangene mit dem Plastikbein ging draußen keinem Streit aus dem Weg. Sogar sein Richter bekam das zu spüren. Der Richter, den hatte ich mal ein bisschen geärgert, ist klar. Dann sagte er zu mir, ich wollte was sagen auf der Verhandlung, dann sagte er zu mir, Sie halten den Mund und antworten, wenn Sie gefragt werden. Und ich habe gesagt, Sie können Ihre Frau und Ihre Kinder den Mund verbieten, mir nicht. Und es stand so auf, da sagte er zu mir, Sie können ruhig nach Hause gehen, wir verhandeln ohne Sie weiter. Aber 1.000 Mark Geldstrafe. So, ich lange in der Tasche, 1.000 Mark hin. Euro. Ich sag, ja, Euro denn, ne? Ich sag, pass auf. Sagte, ich hätte ich sonst der Kellnerin als Trinkgeld gegeben, aber jetzt können Sie die haben. Ja, da gab es jetzt mal gleich, siehste, da war er natürlich beleidigt, da für die Frechheit noch mal 1.500 hinterher gekriegt. Wollen Sie auch gleich bezahlen? Ich sage, nee, jetzt nicht mehr. Sie, und das hat er nicht vergessen, glauben Sie mir das. Detmold, Justizvollzugsanstalt, kurz JVA. Hier gibt es eine Haftabteilung extra für Rentner. Solche Anstalten fehlen in Deutschland. Bundesweit gibt es nur 3 Gefängnisse mit speziellen Haftplätzen für Alte. Karin Ludewig, Justizvollzugshauptsekretärin, 13 Dienstjahre im geschlossenen Männervollzug. Vor 1,5 Jahren hierher versetzt, auf die sogenannte Lebensälterenabteilung. Für Männer ab 62, nur in Ausnahmefällen auch etwas jünger. 2 Stunde? Um 10 Uhr machen wir die Türen hier auf. Wir machen dann Freistunde. Und um 11:30 gibt es Mittag, dann gehen die Türen auch wieder zu, komplett. Bis 1. Um 1 machen wir wieder auf, wenn nicht irgendwas Besonderes anliegt. Und dann bis abends um 9.
Das heißt, in der Zeit können die sich völlig frei auf der Abteilung bewegen. Die können kochen, die können waschen, können Billard spielen, sie können kickern, sich einfach zusammensetzen, Kaffee trinken. Was ja sonst auf den normalen Abteilungen so nicht geht. Haftraum 4. Jürgen K., mit 60 der jüngste der Abteilung, gewählter Sprecher der Gefangenen. Insgesamt 23 Jahre seines Lebens hat Jürgen K. gesessen für bewaffnete Raubüberfälle. Manchmal wurde er erwischt, manchmal ging es glatt, sagt er. So ließen sich die Jahre im Knast lange schönrechnen. Aber je älter du wirst und je länger du Knast abhast, umso mehr fällt das Aufrechnen schwer. Und irgendwann rechnet sich das nicht mehr. Und irgendwann merkst du auch, ne, dass jeder Tag Knast einfach zu viel ist. Dass es sich nie lohnt. Jeden Tag die gleiche Scheiße, ne, lohnt sich nicht. Und jede Haftentlassung wird ja auch schwerer. Ich habe mir mit 25, 30 habe ich mir überhaupt keine Gedanken über eine Entlassung gemacht. Ne, da bin ich da eingetaucht, wo ich aufgehört habe. Ne, und dann habe ich auch innerhalb von 4 Wochen habe ich alles stehen gehabt. Nur machst du das jetzt nicht mehr auf krumm, machst du das auf normal. Ist das eine ganz andere Basis, die da ist. Das fängt schon mit der Wohnungssuche an. Du brauchst heute bald einen Lebenslauf, um eine Wohnung zu kriegen. Ich habe Schulden. Ich habe knapp 600.000 Euro Schulden. Dadurch die ganzen Raubüberfälle. Die wollen ja ihr Geld wieder haben. So, und dann gehen wir zum Vermieter. mit deiner Schufa-Auskunft. Ja. Das ist nicht so schön. Da sind zwar keine Mietschulden drin, ne? Aber das ist nicht einfach. Die Chefin, wie Jürgen K. sie nennt. Kerstin Höldgemeier-Schwick, Anstaltsleiterin der JVA Detmold. Eine Abteilung speziell für Alte, das war ihre Idee. Braucht Deutschland mehr Haftplätze für Rentner? Auf alle Fälle, die Inhaftierten werden älter. Warum soll der demografische Wandel vom Vollzug Halt machen? Und ich denke, die Zahlen werden ansteigen und man muss ein spezielles Angebot für dieses Klientel vorhalten, weil alles das Strafvollzugsgesetz ist ja eigentlich auf junge Männer gemünzt. Junge Männer, die wieder in die Gesellschaft sollen, weil sie wieder arbeiten sollen. Und das trifft ja alles auf Ältere nicht zu. Die brauchen nicht wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, sondern man muss gucken, gerade bei den Älteren, wie integriere ich sie wieder draußen in das Leben. Und das heißt vornehmlich Altenheime, Pflegenheime. In manchen Fällen ist noch Familie da, aber es ist nicht allzu oft vorhanden. In den vergangenen 10 Jahren hat die Zahl der über 60-jährigen Straftäter um ein Drittel zugenommen. Und die Zahlen werden laut aller Prognosen weiter steigen. 3000 Rentner sitzen derzeit hinter Gittern. Und schon jetzt gibt es lange Wartelisten für die wenigen altengerechten Haftplätze. Bodo Exner, der Sozialarbeiter, kennt einige hier sein ganzes Arbeitsleben lang. Schwerverbrecher, vor denen sich die Gesellschaft schützen will. Bankräuber wie Jürgen K. Den Jürgen, oh Gott, den kenne ich jetzt so lange, wie ich hier schon arbeite fast. Ich bin jetzt im 13. Jahr hier. Also ich begleite diese Leute also seit dieser Zeit. Bin allerdings schon über 30 Jahre im Strafvollzug. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die mich auch verfolgen. Ich habe Leute in Bochum schon kennengelernt, die dann irgendwann eine lebensältere Schiene dann erreicht haben. Und dann treffe ich die hier wieder an. Das ist so, dass man dann vielleicht auch die Akten gar nicht mehr so lesen muss, weil man die schon auswendig kennt. Als ich im Strafvollzug anfing, da war ich so 28 und die auch. Und jetzt bin ich im Grunde genommen im Pulverkampf vergraut mit denen und begleite die auch so lange. Und das spricht manchmal nicht für unsere Konzeption, aber des Strafvollzuges insgesamt, was die Resozialisierung angeht. Aber ich denke mir, ein gerütteltes Maß an Unfähigkeit und Persönlichkeit tragen die Gefangenen auch selbst. An das Leben im Gefängnis, so der Sozialarbeiter, gewöhnen sich die meisten mit den Jahren. Mahlzeit, Hausarbeiter. Lieschen Reis, Lieschen. Das Mittagessen kommt immer pünktlich. Heute Hühnchen mit Reis.
Zum Nachtisch Kompott. Danke schön. So, bon Appetit. Bon Appetit. Zum Essen schließt man die Gefangenen ein, danach wieder Aufschluss bis 21 Uhr. Vom Morgen bis zum Abend regelt das Vollzugspersonal das Leben auf dieser Abteilung. Alltagsprobleme wie draußen in Freiheit gibt es hier keine. Doch wenn sie wieder allein sind in ihren Zellen, bekommen viele Alte es mit der Angst. Angst vor dem Tod im Knast. Richtig. Bei mir das Gleiche. Ja klar, das ist für mich die Horrorvorstellung schlechthin, im Knast zu sterben. Einige Kollegen von mir sind gestorben. Und ich weiß, jetzt vor kurzem haben wir wieder einen Todesfall gehabt hier auf der Abteilung. Ich weiß, wie das von einigen Beamten, nicht von allen, aber von einigen Beamten gesehen wird. Wenn sie dann so eine Sprüche hören, ne? Wieder einen geschafft, ne? Die Resozialisierung haben wir uns gespart und so weiter. Das ist nicht immer angenehm. Und so möchte ich nicht sterben. Ich möchte wenigstens nur ein paar Jahre Freiheit genießen. Jetzt meine ich nicht im materiellen Sinne, sondern einfach das Wort Freiheit. Einen eigenen Schlüssel zu haben, eine eigene Wohnung zu haben, bestimmen, wer da rein und raus geht. Das ist es eigentlich schon. Mehr will ich gar nicht. Draußen, da wo Jürgen K. wieder hin will, hat sich vieles verändert. Das Leben ist teuer geworden. Wer als alter Mensch im Supermarkt gut einkaufen will, braucht mehr als eine Mindestrente. Arme Alte können sich wenig leisten in den neuen Frische-Tempeln. Ärmlich aussehende Kunden sind für diesen Mann verdächtig. Ladendetektiv Matthias Dreiucker überwacht diesen Markt und 40 weitere Filialen. Der neuen Überwachungsanlage entgeht nichts, keine Ecke des Gebäudes. Die Kameras ertappen fast jeden Ladendieb. Jugendliche kriegt der Detektiv nur noch selten dran. Immer häufiger erwischt Matthias Dreiucker Rentner, die klauen. So wie diese Frau in der Spirituosenabteilung. Also man sieht hier ein ganz normales Einkaufsverhalten. Eine Kundin mit Einkaufskorb. In den Einkaufskorb legt sie dann zwei Flaschen Wein, was soweit noch nicht auffällig ist. Sie geht dann aber wieder zurück zur Auslage und nimmt sich dann noch eine dritte Flasche Wein. Und schon beim Herausnehmen dreht sie die Flasche so, dass sie die Flasche gut in ihre Jacke stecken kann und prüft dann anschließend, ob die Flasche gut verstaut ist. Diebstähle von Luxusartikeln, Schnaps und Zigaretten filmen die Überwachungskameras eher selten. Eher klauen die Alten Sachen, die sie zum Leben brauchen. Noch so ein Fall. Ein normales Einkaufsverhalten auch hier. Die Kundin guckt also intensiv nach ihrer Haftcreme, die sie wohl regelmäßig kauft, hat einen Einkaufskorb im Einkaufswagen und eine Tüte. Ihr sämtlicher restlicher Einkauf liegt ganz normal im Einkaufswagen. Jetzt nimmt sie sich zwei Packungen, guckt sich dabei auch sichernd um. Das ist natürlich dann auch ein Alarmsignal für mich. Nimmt die zwei Haftcremes und steckt sich die in den Einkaufskorb und deckt sie mit alten Tüten und Jutebeutel ab und verlässt dann die Abteilung. Als Ladendetektiv Dreiucker anfing mit diesem Job, wären solche Bilder für ihn undenkbar gewesen. Damals gab es noch nicht so dieses massive Auftreten von eben Rentnerdiebstählen. Man beobachtet das wirklich in letzter Zeit verstärkt, dass eben Rentner auch eben durch Armut dahin gezwungen werden, eben ihre Waren des täglichen Bedarfs zu stehlen, statt zu bezahlen. Also das merkt man schon. Früher war das noch nicht so stark. Früher hatte man sehr viele Jugendliche, Kinder bei Diebstählen, was jetzt mittlerweile nicht mehr so stark ist, weil die Leute natürlich auch sehen, dass sie überwacht wird. Gerade die Jugendlichen, die technisch visiert sind, wissen genau, die Überwachung ist da, die Aufzeichnung ist da, man kann alles zurückverfolgen. Das ist bei den Rentnern eben nicht so da, dieses technische visierte Verständnis. Aber eben dann eben die Altersarmut, die kommt dann eben extrem dazu. Und das, denke ich mal, ist der Grund dafür.
So, jetzt möchte ich euch erstmal das zweite Mal. Monatstreffen des Sozialverbandes Deutschland, Ortsgruppe Hamburg-Ottensen. Diese Rentner haben nichts im Supermarkt geklaut. Aber viele hier wissen, was Altersarmut bedeutet. Manche leben von kleinen Renten und Sozialleistungen. Da bekomme ich umgerechnet 810 Euro. Aber da geht ein Mieter runter von 456 Euro. Und davon sollst du dann alles bezahlen. Du sollst davon leben, du sollst dir Schuhe kaufen, du sollst dich einkleiden, du sollst zum Friseur. Du musst, das Schönste ist, der Friseur, da ist monatlich 6 Euro für gedacht. Dann geh mal zum Friseur für 6 Euro. Da kriegst du nicht mehr. 10 musst du schon bezahlen. Ja, und wo soll ich die 4 hernehmen? Diese Rentner wuchsen auf in einer Zeit, als noch feste Regeln klärten, was sich gehört und was nicht. Und dann im Freshus. Und dann macht damit mal jetzt einen Termin. Könnten Sie sich vorstellen, im Supermarkt zu stehlen? Oder hätten Sie Verständnis, wenn andere Rentner etwas klauen würden? Ich kann mich da nicht reinversetzen, tut mir leid. Also verstehen könnte ich schon. Wenn du nichts in Portemonnaie guckst, machst das auf, ist gleich null. Vielleicht 30 Cent drin und es soll nur 14 Tage halten. Was willst du da machen? Und es sind ja viele, die bestenfalls bis zum Mitte des Monats kommen. Und dann, ja, willst du Nachbarn fragen, gibst du mir ein Ei, dann gehst du zu einer anderen Nachbarschaft, kannst du mir heute 2 Kartoffeln leihen? Nee. Ja, das ist doch irre. Früher bist du in einen kleinen Laden gegangen, Bäcker, Schlachter, hast du mal ein Brötchen, ein Stückchen Wurst. Da wurde er unter Umständen bedient. Aber das ist ja heute diese Gesellschaft so rücksichtslos, denkt nur an sich und der Mensch ist vielleicht sogar mal arm. Nach vorsichtigen Schätzungen gelten heute 1 Million Rentner als arm. Diese Zahl, so Fachleute, wird sich in den kommenden Jahren drastisch erhöhen. Macht Armut alte Menschen kriminell? Warum werden Rentner straffällig? Für die meisten Wissenschaftler sind diese Fragen Neuland. Die Soziologin Franziska Kunz vom Max-Planck-Institut gehört zu den wenigen Forschern, die kriminelle Rentner untersucht haben. Immer mehr Menschen geraten am Ende ihres Lebens mit dem Gesetz in Konflikt. Kunz sieht einen radikalen Werteverfall bei den Alten, wie in der gesamten Gesellschaft. Also die Kriminalität, die vorwiegend begangen wird von älteren Menschen, Betrugs- und Vermögensdelikte, werden eher nicht von den Ärmeren, sondern im Gegenteil von denen begangen, die eigentlich kein Problem mit dem Geld haben, also finanziell gut abgesichert sind und im mittleren bis höheren sozialen Status angehören. Lediglich für einzelne Delikte konnten wir den Zusammenhang nachweisen. Das war zum Beispiel Ladendiebstahl. Das ist durchaus ein Delikt, was stärker von Menschen begangen wird, auch älteren Menschen, die finanziell schlechter dastehen. Offener Vollzug, JVA Lingen, Kleiderkammer. Hans Klüver, der Viehhändler in Rente. Er hat keinen Supermarkt beklaut. Er hat den Staat bestohlen, Steuern hinterzogen. Jetzt legt er mit anderen Inhaftierten Gefängniswäsche zusammen. Zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Warum ging der alte Mann überhaupt das Risiko einer Steuerhinterziehung ein? Nicht aus Altersarmut. Ja, komm. Ich muss da hoch. Hans Klüver hielt den Betrug am Finanzamt für sein Recht. Passiert eben mal, sagt der Rentner mit Rollator. Und damit steht er nicht allein. Eine wachsende Zahl alter Menschen betrügt gern mal das Finanzamt. So oder ähnlich wie Viehhändler Klüver. Aber es war normal, weil er hätte nicht nötig getan, die ganze Scheiße. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, weil man ist einfach zu alt dazu. Dieses Ding hier noch. Ich meine, hier ist ja nun wirklich, also die Anlagen sind schön hier. Und hier kannst du leben. Aber stell dir mal vor, du wärst im Festbau immer. Das geht doch gar nicht. Geht schon. Wenn es muss, dann muss es. Aber Sie wissen ja selber, Sie waren ja erst da, wie das da aussieht. Tür zu? Ja. Geschlossenen Haftanstalten. Ja. Tür zu und fertig.
Dann kannst du mal wieder fragen, wenn eine Stunde Freigang ist und fertig. Und sonst wieder zu die Klappe. Was bedeutet eigentlich Freiheit für einen alten Menschen nach vielen Jahren im Gefängnis? Hamburg. Männerwohnheim für entlassene Strafgefangene. Hochparterre, Flur rechts. Peter S. hat 14,5 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung hinter sich im berüchtigten Männergefängnis Santa Fu. Der 65-Jährige zog nach seiner Entlassung freiwillig in das kleinste Zimmer. Ein großes hatte er ausprobiert, dort schlief er schlecht. Große Räume machen ihn unruhig. Freiheit oder Haft, hier drinnen scheint das keinen Unterschied zu machen. Mein Tag, ja, das meiste ist langweilig, außer ich gehe zum Arzt. Also wie Dienstag habe ich gleich 2 Termine. Normal stehe ich um 7:30 auf, waschen oder duschen. Oder mache ich ein bisschen klar Schiff, dann gehe ich auch mal in den Park, setze mich da ein paar Minuten hin. Oder ein Kollege kommt runter und wir reden. Und dann haben wir ja unsere Gruppen, wie gesagt, das Frühstück zum Beispiel. Oder mittwochs haben wir auch Gesprächsgruppe, wo man anwesend sein muss. Also und was gibt es denn noch großer? Ich glaube, viel Fernsehen gucken oder Musik hören. Oh, sonst gibt es nichts Großartiges im Augenblick. Entlassene Gefangene wie Peter S. will der Hamburger Fürsorgeverein hier mit Wohnung und Betreuung auf das Leben in Freiheit vorbereiten. Mahlzeit. Doch bei der Resozialisierung von Gefangenen hat man Rentner bisher überhaupt nicht eingeplant. Guten Morgen, Herr Mengler. Der Geschäftsführer des Vereins, Andreas Mengler. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Gebrechliche und Alte wie Peter S. stellen den gesamten Strafvollzug vor völlig neue Probleme. Ja, man ist ja an das Leben im Gefängnis gewöhnt. Da gibt es ja ein bestimmtes soziales Gefüge auch, das sehr stark wirkt. Das ist dann plötzlich nicht mehr da. Und auch im Gefängnis typisch ist ein sehr reglementierter Alltag, der im Grunde genommen von morgens bis abends genau durchstrukturiert ist. Und wenn man daran 10, 20 Jahre gewöhnt ist, kann man sich vorstellen, wie schwierig es ist, wenn man plötzlich ohne dem auskommen muss. Alte Haftentlassene wie Peter S. bekommen in Freiheit erstmal Schwierigkeiten. Zum Beispiel mit der Krankenkasse. Wir gehen am besten einmal hier lang. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich habe 3 Krankenkarten. Andere Ex-Häftlinge haben nicht mal eine. Häufig lehnen Krankenkassen es ab, haftentlassene Rentner zu versichern. Kann ich Ihnen helfen? Mit den Zähnen, das war erledigt, ja, ne? Wie wir beantragt haben, diesen Häftling. Peter S. lebt seit seiner Entlassung von Sozialleistungen und wünscht sich ein Gebiss. Aber haben Sie den Heil- und Kostenplan schon von uns zurückbekommen? Ja, ich soll ja Montag schon meine Zähne kriegen. Peter S. ist heute ein freier Mann. Als er vor 15 Jahren inhaftiert wurde, zahlte man noch mit der D-Mark. Busse, Autos, ganze Stadtteile sahen damals anders aus.
Wie viele Rentner hinter Gittern hatte Peter S. gehofft, draußen eine bessere Zahnbehandlung zu bekommen als im Gefängnis. Das alte Gebiss passte nie. Jetzt soll die neue Zahnärztin helfen. Ja. Ja, mach ich doch. Schönen guten Tag. Morgen oder Mahlzeit. Das ist toll, dass Sie das haben. Da freue ich mich sehr. Die alten Zähne aus dem Gefängnis. Und dann suchen die gleichen Zähne aus. Dann sieht das alles wieder so wie vorher. Wird das alles so wie vorher. Gut, das kann ich euch einmal geben. So, was machen wir heute? Wir machen heute ein paar Abdrücke. Ja. Damit ich ihren Kiefer abgeformt habe, im Oberkiefer. Okay, ganz, jetzt kommt die Oberkiefer ganz was Besonderes machen. Peter S. hat Knochenschwund im Mund. Der sogenannte Kieferkamm hat sich zurückgebildet. Ein Kollege der Ärztin hatte der Krankenkasse deshalb eine Behandlung vorgeschlagen. Die wurde abgelehnt. Zu teuer. Ich habe ja das Problem geschildert, dass er eben sehr wenig Kieferkamm hat, dass es schwierig sein wird, diese Prothese auf dem Kieferkamm zu halten, dadurch, dass die Höhe einfach fehlt. Deshalb denke ich, hat man ihm im Unterkiefer zwei Implantate machen wollen, was absolut lega artis ist, in seinem Fall. Und im Oberkiefer zwei, dann sitzt das richtig bombig. Ne? Kann er alle Speisen essen. Da verliert er die Prothese oder die schaukelt nicht im Mund. Ne? Aber das eine, was man sich eben leisten kann und das andere, was eben nicht geht. Und bei ihm geht es eben nicht. Er muss dann versuchen zu kleben oder sich irgendwie arrangieren. Peter S. wird sich damit arrangieren, so wie mit 14,5 Jahren Haft, ohne ein Zeichen von Bedauern. Den Urteilsspruch kann er noch auswendig, der ihm die Sicherungsverwahrung einbrachte. Im Haftjargon kurz SV genannt. Ja, angeblich wegen Brandstiftung und räuberischer Erpressung. Ich sage angeblich deswegen, weil Gericht kam zur Überzeugung, dass ich es war. Beweise hatten sie ja nicht. Und dann hatte man einfach gesagt, wir kommen zur Überzeugung, er war es rein. Ehrlich. Und dann 10 Jahre und SV. Und von der SV habe ich ihm 4 Jahre abgemacht. Beziehungsweise 4,5. Aber Sie waren das gar nicht. Nein. Ja. Aber es kann vorkommen. Auch die deutsche Justiz kann sich ehren. Aber macht nichts. Ja. Unten auf der Lea. Wenn alte Menschen während der Haft schwer erkranken, kommen sie in Gefängniskliniken wie diese. Das Justizvollzugskrankenhaus Lingen. Zeigen Sie noch mal das Bein. Dieser alte Mann war auf der Straße umgefallen und praktisch schon tot. Ein Notarzt konnte ihn wiederbeleben. Ja, setzen Sie sich mal längs aufs Bett, bitte. Dann brachte man ihn hierher, auf Dr. Kerstin Ebbekes Abteilung. Wie sich herausstellte, wurde der Herr per Haftbefehl gesucht. Okay. Wir haben schon das Gefühl, dass das auch analog zur Entwicklung in der Gesamtbevölkerung so ist, dass auch wir mehr ältere Patienten bekommen. Zusätzlich dadurch, dass wir halt umgebaut haben, auch jetzt einige behindertengerechte Hafträume haben, haben wir da auch die Möglichkeit, mehr ältere Patienten aufzunehmen, die auch in der Beweglichkeit mehr eingeschränkt sind, Rollstuhlfahrer. Oder Leute mit Rollator, das gehört eigentlich jetzt zum Tagesgeschäft mittlerweile. Wenn 10 Minuten um sind, wieder draufdrücken und Bescheid sagen, ja? Okay. Ein Stockwerk tiefer, die sogenannte Langliegeabteilung. So, Herr Bertram, Buchse hoch. Ja. So, jetzt das rechte Bein, links stabilisieren, rechts drauf. Die Beine des Gefangenen mussten während der Haft amputiert werden. Diabetes. Wieder die Beugung reinbringen. Jetzt gehen wir mit dem zuerst runter, okay? Der alte Mann lebt seit über einem Jahr hier im Justizvollzugskrankenhaus.
Wir müssen erst auf dem Flur, ne? Da ist gerade jeder Boden ist zu uneben. Viel Zeit hat der Physiotherapeut nicht, dem Mann das Gehen beizubringen. Für Alte im Knast sieht der Staat deutlich schlechtere Reha-Maßnahmen vor als für die Patienten draußen. Martin Kötter kümmert sich nicht nur um die alten Gefangenen ohne Beine, sondern auch um Querschnittsgelähmte und Schlaganfälle. Insgesamt 40 schwerkranke oder behinderte Gefangene auf einen Physiotherapeuten. Das macht nicht mehr als 10 Minuten Behandlungszeit täglich pro Patient. Wir haben einfach zu wenig Personal. Das ist einfach so. Die Leute werden immer älter, wir kriegen immer mehr Patienten und da kommt einfach nichts dazu. Wenn ich mal beantragt, ist das beim Ministerium, aber bis jetzt hat sich da noch nichts getan. Und deswegen sind wir halt hier nur am Hin- und Herhüpfen. Aber warum müssen diese alten Gefangenen überhaupt in Haft bleiben? Anderen gebrechlichen Straftätern mit Geld und guten Anwälten bleibt das Gefängnis oft erspart. Die Ärzte hier wundern sich, warum manche Alte noch sitzen müssen. Und da ist es dann in der Verantwortung der Staatsanwaltschaft. Also wir sagen dann nur, wir können so die Verantwortung mögen wir nicht tragen. Oder wir sehen das auch manchmal vielleicht aus ärztlich-ethischer Sicht anders. Aber das ist natürlich, die Staatsanwaltschaft hat natürlich andere Gesichtspunkte. Die muss natürlich die Sicherheit bedenken und die Vorgeschichte des Gefangenen. Wird auch ihre Gründe haben, die wir vielleicht manchmal nicht so einsehen können oder die sich uns nicht so erschließen, die aber für die Staatsanwaltschaft ganz evident sind natürlich. Die lebensälteren Abteilung der JVA Detmold. Bankräuber Jürgen K. mit seinen Zellennachbarn bei Filterkaffee und Bienenstich. Wer sich selbst und seine Zelle sauber halten kann, darf bleiben. Pflegefälle bringt man ins Vollzugskrankenhaus. Hierher verlegt zu werden auf die lebensälteren Abteilung schaffen nur wenige. Die Warteliste ist lang für diesen Knast, in dem es keine Gewalt gibt unter den Gefangenen. Also erstmal glauben sie es nicht. Also ich habe schon gehört, dass sie sagten, nee, das kann ja nicht sein. So einen Vollzug habe ich noch nicht erlebt, aber die werden viel entspannter. Einmal, weil der Druck weg ist mit den jüngeren Gefangenen, die ja doch auch häufig sehr fordernd sind. Und weil sie merken, dass sie hier auch einfach mal sich entspannen können, ohne immer Angst haben zu müssen, gleich ist irgendwo Theater. Und die Leute, die hier landen, sind ja oft schon dann länger inhaftiert. Und darum ist das viel ruhiger hier. Es sind ja auch viele, die sehr lange bleiben müssen. Der Jürgen ist jetzt auch abgehauen. Doch echte Freundschaften gibt es auch hinter diesen Gittern wenige. Auf dem Gefängnisflur vor Jürgen Kahrs Zelle pöbelt ein Päderast und Vergewaltiger herum. Es geht um Lappalien. Das sind so Sachen, die fürchterlich sind. Ne? Wenn da so Gefangene auf dem Flur stehen, maulen über Sachen, die eigentlich völlig klar sind. Jürgen K. hat nicht viel übrig für einige Gefangene auf der lebensälteren Abteilung. Die betrachten das hier als Hotel. Die sagen zwar, das ist Knast, aber im Endeffekt ist das hier kein Knast. Hier herrschen ganz andere Regeln. Hier gibt es keine Gewalt, hier gibt es keine Geschäfte, hier gibt es gar nichts. Das ist in jedem anderen Knast ist das unvorstellbar. Hier laufen Sittlichkeitsdelikte um dich herum. Ne? Hier liegen zig hier auf der Abteilung. Wenn mir das einer vor 10 Jahren erzählt hätte, dass ich auf so einer Abteilung liege, hätte ich für verrückt erklärt. Weil ich den in anderen Knästen habe ich den vor die Birne gehauen. Das ist die unterste Schublade. Ist so. Obwohl, ich weiß, dass das blödsinnig ist, aber das ist halt so. Wenn Kinder im Spiel sind, ne, dann werden Gefangene zu Tieren. Das ist wirklich wahr. So, und dann bin ich hier hingekommen und muss mit denen leben.
Der Bankräuber steht über dem Vergewaltiger, der Mörder über dem Steuerhinterzieher. So sind die Regeln in jedem Knast. Zwei Stockwerke darüber, unterm Dach der JVA. Der katholische Seelsorger Diakon Cialdowski sieht schon seit Jahren, dass immer mehr Gefangene im Knast zu alten Menschen werden. Und dann gibt es halt diejenigen, die im hohen Alter das erste Mal inhaftiert werden. Ne? Mit über 60. Das macht ja gerade den demografischen Wandel auch aus. Dass immer mehr Leute, in den letzten 10 Jahren haben sich die Anzahl verdoppelt, über 60 inhaftiert werden. Und zwar das erste Mal. Und oft ist es eben so auch mit langjährigen Haftstrafen. Und da geht es ja ganz anders zu. Die haben ein gefestigtes familiäres Umfeld gehabt, in der Regel viele. Und das bricht alles zusammen. Das geht alles kaputt. Da bleibt nichts mehr von über. Ne? Und die beschäftigt dann halt, wie wird das mal sein, wenn ich entlassen werde? Wo gehe ich hin? Hamburg, Männerwohnheim für entlassene Strafgefangene, Frühstücksgruppe. Ich habe mir noch so einen Hotdog gemacht, da, 2 Würstchen und von dem Baguette ein Stück. Peter S. kaut noch immer ohne Zähne. Am Vorabend hatten Bewohner und Betreuer des Heims zusammen gefeiert und den Grill angemacht. Nee. Das einzige Gute ist, man lernt ja auch die anderen Kollegen mal besser kennen, ne? Wenn man das zusammensitzt, abends und morgens. Wo sollen alte Menschen wie Peter S. hin nach fast 15 Jahren Haft? Ein Jahr lang darf er hier bleiben. Doch die Zeit im Wohnheim geht bald zu Ende. Peter S. sucht seit Wochen eine eigene Wohnung. Wo man denn noch länger bleiben kann, ne? Wenn du jetzt ja, ich bleibe auch gern bis zum Rest des Lebens da, wenn es eine gute Wohnung ist. Also. Die neuen Zähne, die nicht richtig halten. Aber mit Gebiss macht Peter S. vielleicht einen besseren Eindruck bei der Wohnungssuche. Die Zweigstelle einer großen städtischen Baugesellschaft. Peter S. hofft auf Hilfe. Der Konzern erlaubt die Dreharbeiten mit dem ehemaligen Sicherungsverwahrten, möchte aber lieber namentlich nicht genannt werden. Der Sachbearbeiter hat eventuell eine passende Wohnung. Vielleicht der erste Schritt in ein eigenes Leben in Freiheit? Kleinen Moment. Morgen Vormittag treffen wir uns bei der Wohnung und dann können Sie sich die Wohnung mal anschauen. Ja. Eine Hauptstraße am Hamburger Stadtrand. Peter S. hat Schmerzen beim Laufen. Irgendwas mit Fahrstuhl oder im Erdgeschoss fände er schön. Ja. Morgen. Ja. Hallo, guten Tag. So, gehen Sie rein, gucken Sie sich die Wohnung an. Oh, mal gucken, dass keiner guckt. Hochparterre, auch gut. So, hier ist auch Licht im Badezimmer. Sehr schön. Hier stehen jetzt noch Büromöbel drin. Die Wohnung ist als Baubüro genutzt worden während der Modernisierung. Die kommen natürlich noch raus, bevor die Wohnung vermietet wird. Ja, natürlich können Sie das machen. So, hier sind neue Fenster drin. Vielleicht kann er sich hier wieder daran gewöhnen, in einem größeren Raum als einer Haftzelle zu schlafen. Aber sie können natürlich auch drüben schlafen und diesen als Wohnraum nutzen. Doch für Wohnungen wie diese gibt es in Hamburg lange Wartelisten. Mit jungen Menschen, die arbeiten, Geld verdienen und nicht im Gefängnis gesessen haben. Peter S. hat bis zum Ende der Dreharbeiten keine eigene Wohnung gefunden. JVA Detmold. Zellenaufschluss für Jürgen K. und die anderen Rentner der lebensälteren Abteilung. Unter den Häftlingen wieder Sozialarbeiter Bodo Exner, der mit diesen Gefangenen alt geworden ist. Jürgen K. hat Pläne. Für die braucht er die Hilfe des Sozialarbeiters und der Gefängnisleitung. Ist das die Automatisierung aus der DDR?
Also, und gesundheitlich? Gesundheitlich habe ich keine Probleme. Keine Probleme. Nee. Jürgen K. hat eine sogenannte Haftlockerung beantragt. Für erste kurze Ausflüge in die Freiheit. Dann müssen wir eigentlich die Lockerung abwarten. Das ist, glaube ich, das, was so in deinem Kopf jetzt sich manifestiert hat. Mir geht das eigentlich nicht um die Lockerung, sondern mir geht es darum, dass ich in Ruhe mir eine Wohnung suchen kann. Ja, dann geht es aber um Lockerung. Ja, natürlich, aber nicht als Lockerung, dass ich unbedingt jetzt rausgehe und in den Urlaub fahre, sondern um was zu erreichen. Ich verstehe das. Die Chefin sagt, sie befürwortet die Entlassung. Ja. Wenn ich die Lockerung habe, dann habe ich die Voraussetzungen überhaupt erstmal für das die passt. Entlassung. Ne? Das passt. Ins Ruhrgebiet, habe ich gehört, wolltest du eigentlich nicht mehr. Nee. Ist nicht mehr dein Ding. Ne? Nee, kann ich nicht. Geht gar nicht mehr. Nee, weil ich dann wieder ins Milieu halt. Dann bist du sofort wieder im tiefen wieder Sumpf. Dabei, ne? Ja, und wo meinst du, ist der Sumpf angenehmer? Herford. Herford. Eine gute Autostunde zu den Heimspielen von Borussia Dortmund. Für immer raus aus Zelle Nummer 4. Wenn Jürgen K. keine Banken mehr überfällt. Wenn jetzt noch mal so ein Ding kommt, wenn er jetzt noch mal in alte Verhaltensmuster zurückfällt, was wird dann sein? Ja, dann muss er wissen, wenn er bilanziert, dann weiß er es auch genau, dass er vielleicht mit den Füßen zuerst rausgetragen wird hier. Jürgen K. sagt, es reicht mit dem Knast. Draußen will er dieses Mal alles richtig machen. Auf Otto normal, wie er sagt, nicht mehr auf die krumme Tour. Mit einem eigenen Kaminholzhandel. Jürgen K. ist im Gefängnis alt geworden. Wenn Gericht und Staatsanwaltschaft mitspielen, kommt er vielleicht in einem guten Jahr raus. Nach insgesamt einem Vierteljahrhundert hinter Gittern. Und ich habe mir auch nie über Alter im Knast Gedanken gemacht. Mit 30, 35, 40 machst du dir das einfach nicht. So, und wenn du dann irgendwann mit 53 verurteilt wirst, ne? Und die 8 Jahre kriegst, ne? Dann überlegst du dir wohl, ne? Wo du stehst und wie es weitergehen soll. Weil irgendwann sagst du, der nächste Knast, schmeißt du den Schlüssel weg, ne? Ist so. Beim nächsten Mal brauche ich gar nicht mehr reden. Es wird die Tür abgeschlossen und nie wieder aufgemacht. Und das möchte ich vermeiden. Wie Jürgen K. sitzen Tausende alter Menschen in deutschen Gefängnissen. Und jedes Jahr werden es mehr. Rentner hinter Gittern. Darauf muss sich der Strafvollzug einstellen.